dieser Vogel da, ne? Ich frag mich, was die Entwickler danach noch einbauen. Deswegen, das ist eigentlich ein Grund, so weiter zu spielen. Diese Plattformen sind übel strange. Auf jeden Fall Checkpoint erreicht. Santa Claus ist auch ein bisschen crazy, ne? Der ist zu crazy. Genau. Na, ich habe noch zwei Leben. Das könnte heißen, dass ich noch was reißen kann. Ja, genau. Langsam wird's mir hier zu bunt. Ernsthaft, das ist doch kein Kaizo. Ja, genau, spring nicht, wenn ich drücke. Ach komm. Ich meine, ich bin da ja die Ruhe selbst, wenn ich hier jetzt. Oh, nee. So, jetzt mal ganz geschillt. Im Wild. Jagen. Und den Schneemann ausweichen. Da hatte ich irgendwie gerade nur einen Sprung. Zu Weihnachten so viel Freude schenkst. Hey! Warum bin ich hier noch am Anfang? Das war klar. Und der Mega Jump. Ich ernsthaft, was, wie lang soll denn das Video gehen? Ich hänge hier schon wieder an einem einzigen. Das war klar, dass ich schon wieder an einem einzigen Stage hänge und die anderen laufen dann wieder wetten. Wie bei New Super Mario Bros. Ernsthaft. So, lass mich vorbei, du Rabe. Hast hier nichts, suche. Hier meine ich jetzt auch einer, ja genau. Der hat mich irgendwie seltsamerweise noch nie getroffen. Der Rabe. Wo es eigentlich schon jedes Mal hätte gehen müssen. Irgendwie gingen die Plattformen gerade gut, bis auf die letzte. Immer diese Ausraster. Plattform. Klick, klick. Klick, klick. Der Rabe ist im Weg. Die letzte ist ein bisschen asynchron zu den anderen. Also die anderen laufen anders. Ein Weihnachtstraum geht dahin. Es liegt an der Müdigkeit wahrscheinlich. Ja, genau. Gib mir nur einen einzigen Sprung. Die sind doch verrückt. Genau. Ja, genau. Genau. Weiterspielen. Es bringt eh, wenn ich einmal so eine, ja, wenn ich einmal irgendwo hänge, dann komme ich da auch nicht mal weiter. Das dauert dann. Wow. Hi. Du hast einen Schnabel. Wusstest du das? Gut, ich gehe weiter. Okay, Weihnachtsmann. Boah. Kurz auf die Uhr geschaut. Ich habe hier leider keinen Timer, um zu sehen, wie lange ich schon aufnehme, aber ich glaube, es ist jetzt schon über eine Stunde. Muss das denn sein? Ja, ich glaube, es ist... Wow! Das war mal wieder so knapp. Nein, das muss doch nicht sein. Genau, dieser scheiß letzte Rabe, weißt du? Die geht mir jetzt schon wieder auf die Nerven. Ich weiß nicht, was der letzte Rabe, warum der so komisch anders fliegt als die anderen. Weil hier geht es ja. Hier kann man ja eins und dann die letzte ist ganz anders. Genau, spring daneben.
Wisst ihr, ich bin immer mal hin und wieder in Gedanken dabei, wow, runterzufallen. Nee, ob sich das hier noch lohnt, weiterzuspielen. Wenn ich ja eh weiß, dass hier noch viel, viel krassere Stages auf mich warten, dann weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, hier noch weiterzumachen. Oder ob es sinnvoller wäre, hier an der Stelle einen Cut zu machen, also einen Cut zu beenden. Ganz einfach. Das weiß ich von mir, wenn ich Videos gucke, dass ich natürlich immer ganz sehen möchte. Wow! Irgendwie hat es geklappt. Und genau in diesen Situationen jetzt vor allem ist es schön, wenn das Video dann weitergeht. Aber Leute, für den Spielenden ist das eine Qual. Und das sage ich aus eigener Erfahrung. Oh. Ich probiere es noch ein bisschen. Jo, Buster. Was sagst du dazu, hä? Dein Vorschlag zum Let's Race? Ich bin zack drauf eingegangen. Wow! Genau, was war das schon wieder? Irgendwie hat's geklappt. Der Master war da. Nein, warum bewegt er sich? Das sah so aus, als ob der sich nicht bewegt. Sonst wäre ich ja nicht gesprungen, hätte das nicht so ausgesehen. Genau, springen wieder nicht normal, ey. Ach, komm, Mensch. Das regt auch wieder auf. Selbst die Musik kann da nicht viel dran ändern. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, das Spiel mit Tastatursteuerung noch beizubringen. Da kommt der Schneemann. Verdammter Mist. Okay, geh ich's geschildern. Komm, was soll's. Beweg deinen Arsch nach vorn. Die Schneeflocken, sie bewegen sich schon. Gut. Jetzt habe ich keine Nerven mehr dazu. Jetzt ist vollbracht, weil ich jetzt auch mal was Neues sehen möchte von dem Level, wenn wir schon weitermachen. Beziehungsweise wenn ich mich hier weiter quälen muss. Gut, dass der mich nie trifft. Auch sehr seltsam. Ja, genau, das war der. Genau, Mann. Ich meine, war dann Leben für mich. Ja, das ist doch. Nö. Da habe ich keine Worte mehr. Das Leben hätte ich dann schon noch gerne. Gut geklappt. Okay, Leute. Jetzt nochmal alles geben. Das sind die letzten drei Le Level. Da wollte er schon wieder nicht zweimal springen. Diese Plattform, ich hasse die. Kein Wunder. Wie oft bin ich hier auf den Plattformen schon gestorben? Okay, irgendwie. Wow. War klar, es wäre jetzt typisch gewesen, wenn ich davon jetzt getötet worden wäre. Ich mache jetzt extra langsam, damit ich hier auch nicht mehr sterbe. Wow. Nee, das ist. Boah. Das ist krass. Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, dass das so derbe wird. Und ich hoffe auch ernsthaft, dass es besser wird. Sonst kann ich hier wesentlich, also für nichts mehr garantieren. Schon wieder das letzte Leben, ne? Es ist doch nicht normal. Es ist doch nicht normal. Wow, der kommt ja wieder. Wie oft soll ich dieselbe Stelle denn noch machen?
Habt ihr zumindest ein Weihnachtsspecial sondergleichen? Jetzt werde ich mich hier so rumskillen. Wow, der Rabe, es war der Rabe. Was genug ist, ist genug. Also, wie kann man das? Ich glaube, ich habe dazu jetzt einfach auch keinen Nerv mehr. Die Nerven, die wurden mir geraubt. Und wovon, warum und wieso? Vom Schneemann und vom Rabe vor allem. Vom Raben. Boah. Mein Lebtag höre ich keine Weihnachtslieder mehr. Nee, so extrem ist es nicht. Keine Sorge. Okay, Leben geholt, Leben verloren. Seht ihr den Sinn? Das hat ja schon wieder. Das hat ja was von wegen World Hardest Game, was ich hier gerade abziehe. Da bin ich ja auch. Ich mich ja auch sowas vor und durch gequält. Genau, warum warte ich eigentlich nicht? Es wird schon wieder sowas von, wow. So, Rabe. Das erinnert mich gerade, keine Ahnung, weiß Gott warum, an die Vögel. Kennt ihr den Film? Der Film ist echt gut. Von Alfred Hitchcock. Jetzt habe ich drei Leben. Das ist okay. Wow, es ist der Rabe. Ich wollte gerade anhalten. Aber wie es den Ficker so meinen, kann man hier nicht anhalten. Nicht mal hier. Okay, irgendwie habe ich es überlebt. Und jetzt wird es keine Geschenke mehr einzusammeln geben. Darauf könnt ihr euch verlassen. Puh. Das ist genau so. Jetzt, keine Ahnung, mir fehlen die Worte, da da da, mir fehlen die Worte, die Worte, die Worte, die Worte, da. Vollkommen anderes Lied. Ich stelle mich hier mal ein bisschen nach vorne, damit ich, wenn ich hochspringe, wow, runterfallen kann. Die Raben. Mal ernsthaft, was geht denn hier noch ab? Es gibt mir die Plattform und ich bin halbwegs zufrieden. Wenn ich dann noch drüber komme, bin ich voll ganz unzufrieden. Boah, irgendwie hat's geklappt. Jetzt noch so weitermachen. Irgendwie durchgeskillt und endlich einen neuen Checkpoint mit einem Leben. Das bringt mir also null. Egal, weiter. Ich mache jetzt den Direktverkehr. Ohne Umwege. Genau, was ist denn? Wow. Ja, tschüss, Mann. Umsonst gestorben. Genau. Kein Kommentar. Wisst ihr was? Überstürzt dich doch runter, hey. Kennst du das noch? Tschüss. Und nochmal, weil es so schön war in dem Baum. Oh, zack, hey. Ich möchte schon mit drei Leben starten. Das ist schon eine Special-Aufgabe hier, die... Nee, wann war ich das letzte Mal? Ja, genau.
so gefrustet? Keine Ahnung. Wow. Nicht mal auf den Schneemann warte ich jetzt noch. So, der Rabe. Fand dieses kostenlose Leben, das ist sehr wichtig, um direkt dann zu sterben. Nee. Ich hatte zwar die Plattform mit einem C berührt, aber das registriert das Spiel nicht. Deswegen hatte ich nur noch einen Sprung. Ja, genau. An dem Rahmen bin ich auch noch nie gestorben. Wenn das Spiel noch krasser wird, dann ist hier Ende im Gelände. Das ist Sense, dann ist aus dem Haus. Boah. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Es hat auf jeden Fall geklappt und damit habe ich neuen Mut. Jo, ich bin mir sicher, jetzt klappt das doch. Jetzt bin ich schon fast da. Das Dümmste daran ist, wenn der einfach so runterstürzt und man ein Leben verliert. Umsonst. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie lang das Level ist. Ich habe jegliches Bewusstsein für die Länge des Spiels verloren. So weit ist es schon gekommen. Das kann eigentlich nicht mehr allzu lange sein. Cut. Weiter geht's. Ich komme nicht aus dem Spiel raus, solange ich mit Camtasia dieses Game im Vollbildmodus aufnehme. Das heißt, ich werde mich weiter quälen müssen. Jo. Ist doch traurig. Da kann ich nicht mehr viel zu sagen. Oh, da war ja ein Rabe, genau. Nee, ernsthaft. Mir fehlt da langsam auch die Motivation, überhaupt noch nach hinten kommen zu wollen. Weil es ist ja, wie gesagt, ein Race und es kann nur einen Gewinner geben. Und das ist dieses Ziel, dieses Specials, den Gewinner festzustellen. Okay, muss nicht ganz so langweilig noch zu gestalten, fliege ich mal wieder runter und habe damit nur auch ein Leben. Yay! Und damit ist die Spannung wieder hergestellt. Oh, tschüss. Ich habe ein Leben am Anfang des Levels. Das sieht man ja, dass ich jetzt einfach nicht mehr parat komme. Das ist, ich weiß es nicht, was das ist. Ja, wie gesagt, das Spiel kannte ich noch nicht. Also deswegen ist es blind. Und ja, wow. Keine Ahnung, wie das gerade nicht geklappt hat. Das ist krass, das ist mir zu krass, das... Nee, das macht... Das ist kein schönes Weihnachtsgeschenk, ne? Nein!
Schreibe schon mal im Voraus, ne, damit man gesagt hat, ja, genau. Jetzt ist das Maß voll. Das war's. Santa Claus in trouble und ich war echt in trouble. Naja. Auf jeden Fall war es ein gutes Weihnachtsspecial und eine gute Idee von Buster. Allerdings ist es mir dann doch ein bisschen zu tricky, da durchzukommen. Vor allem die oberen Level gehen echt ab. Es ist allerdings ein Free-to-Fun-Play-Game, was ihr euch kostenlos runterladen könnt. Und ihr seht ja, das Spiel ist schon ein bisschen älter, 2002 rams aus. Zumindest dieses Update hier, Version 1.1f. Und ja, im Allgemeinen ist es ein echt gutes Game. Für zwischendurch immer mal gut. Kann man sich natürlich auch steigern, wenn man es mehrmals spielt. Aber ja. Weihnachtsmann. Es ist eine gute Idee. Die Entwickler haben sich Mühe gegeben. Ist ein bisschen schwierig in den oberen Leveln, aber die vorderen machen schon Spaß. Von daher ein gutes Game für zwischendurch. Und als Specials optimal geeignet und als Raids noch viel mehr. Wenn ich nicht dieses eine Geschenk nicht gefunden hätte. Egal, bis dahin. Ich sag Tschüss, euer Playman verabschiedet sich mit einem schönen Schneefall. Tschüss.